Ja, grüß euch Leilon. Und es geht endlich mal wieder weiter. Leider bin ich in letzter Zeit sehr wenig dazugekommen aufzunehmen. Drum sind in letzter Zeit auch meine Videos nur sehr spärlich veröffentlicht worden. Und das wird sich aber jetzt hoffentlich wieder bessern und ich werde schauen, dass ich wieder mehr aufnehmen kann und dass es wieder mehr von den Videos gibt. Gut, wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Ich habe da relativ abrupt abbrechen müssen, habe einfach irgendwo zugefahren, habe zwischengespeichert. Eigentlich sind wir am Weg zum Blackbeard. Nur jetzt haben wir da noch immer so einen Piratenjäger am Knack. Und den werden wir uns jetzt da mal entledigen, diesen Piratenjäger. So. Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Okay. Ich denke mal, das war's mit dem Herrn Piratenjäger. Dann haben wir mal eine Ladung schwere Kugeln da reingeknallt. Und jetzt holen wir uns natürlich auch. Wir brauchen nicht mehr Feuer. So, da. Da sind wir schon, Kollege. Geht in die Hölle, Jungs! Gut. Eins Geschütz und warten wir noch einmal ein bisschen, bis wir ein bisschen näher sind. Ah, recht. Das war sicherlich ein recht schönes Schiff, bevor es vor meine Kanonen gefahren ist. So, jetzt wollen wir uns da mal ein paar Kollegen. Und da hinten stehen auch meistens ein paar auf einem Haufen rum. Jawohl. Okay, da haben wir noch einen Freund. Da haben wir auch noch Freunde. So. Den Rest holen wir uns. So. Genau. Passt, würde ich sagen, ne? Haben wir wieder ein Schiff mehr. Soll ich das in die Flotte aufnehmen oder den Bekanntheitsgrad verringern? Wie nehmen wir denn? Bekanntheitsgrad verringern? Ja, ich mache jetzt mal da. Feuert ihr an, Jungs? Gar kein Jubelgeschrei diesmal? Naja. Gut. So. Es ist ein Wahnsinn, es ist schon wieder Scheißwetter, es ist ja unglaublich, ja, es ist wirklich unglaublich. Gut, wir schauen, ich schaue jetzt, dass wir da mal weiter zur Mission kommen. Ist da rot, die Insel ist rot. Ja, interessiert mich aber jetzt da mal vorab nicht. Schauen wir, dass wir da zum Blackbeard kommen, weil wir sind ja immer noch am Weg zum Blackbeard. Und da fahren wir jetzt doch hin. Einfach hin. So. Dann fahren wir da vorbei. Wie ich jetzt gerade hochgeladen habe, das Spiel, habe ich gesehen, dass der Fortschritt gerade mal 32% beträgt. Mir ist schon klar, dass sich die 100% auf alles einsammeln und alle Nebenmissionen bezieht. Aber ich habe überhaupt keinen Plan, wie weit ich jetzt in der Story bin. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich habe jetzt auch mal überhaupt keinen Plan, wie lang die noch gehen wird. Aber ich denke, dass das schon noch eine Zeit so weitergehen wird. Und ja. So, immer mal da auf die Karte schauen. Aha, irgendwo muss ich auf der doofen Insel rumfahren. Um die doofe Insel rumfahren. Das bleibt mir nicht erspart. Was kann ich mir denn Schönes ansehen? Gibt es denn da einen Splitter? Na, nur wegen den Splitter gehe ich da jetzt nicht an Land. Das mache ich nicht.
So. Ach, das ist schon leiwand. Das taugt mir wirklich immer noch. Das mit dem Schiff rumschippern da, das hat schon irgendwas. Und für die Leute, denen das weniger liegt, gibt es ja auch die Möglichkeit der Schnellreise. Also, ich finde, das ist schon recht leiwand gemacht. Wenn jemand ein bisschen schneller durch die Story durchspielen will, kann er die Schnellreisen nutzen. So, ich hoffe, der Kollege gibt mir Ruder. Aha. Haben wir da Schönes? Die haben wir doch schon einmal gesehen, die Szene, oder? Na klar. Das ist diese komische Fregatte, die da von diesen spanischen Kanonenbooten fertig gemacht worden ist. Wo ist denn dieses Treibgut? Ich sehe das nicht. Ja, wurscht. Schauen wir, dass wir zur Mission kommen. Ich denke, das ist jetzt einmal vorrangig. Ah, haben wir fast einen Vorwindkurs. Dann soll es auch recht flott vorangehen. Was bist du da drüben für ein Freund? Schoner. Gut. Ja, also wie gesagt, Gesamtfortschritt ist 32% momentan. Also ich denke, das geht schon noch eine Zeitl so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Sequenz. 6, 7? Oh, na, werden wir eh sehen, wenn ich jetzt die Mission starte. Da zeigt er eh immer die Sequenz an. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung überhaupt, wie viele Sequenzen es gibt. Da sind wir schon bei der Mission. Sequenz 8 sind wir. Gut. Dann starten wir die Mission. Großmast, an die Fallleinen, holt an! Sollten wir zum Blackbeard kommen. Entschlossen zu bleiben, sagt er. Zum Teufel mit ihm. Und alle sollen hängen, die dem Bastard in die Vergessenheit folgen. Na gut, der Spatzel. Was für ein Tölpel. Ich weiß, du willst mich nach Hause holen, Kenway. Ich schätze dein Vertrauen. Nassau ist am Ende. Und ich bin es auch. Das sehe ich anders, mein Freund. Jedoch kann ich es dir nicht verübeln. Du suchst immer noch nach diesem Weißen? Ei. Bei einem Überfall letztens hörte ich, dass ein Mann namens Roberts ein Sklavenschiff betreibt. Die Princess. Vielleicht siehst du es dir an. Die Princess. Danke, Thatch. Nun steh nicht da wie ein Fass nasse Fische. Lass uns meinen Ruhestand feiern. Entkork dem Mann sein Frühstück. Lass uns ein paar Flaschen übrig. Okay, der hat da jetzt irgendwas abgestoppt. Wieder mal eine Verfolgermission. Schauen wir mal. Er dreht sich das sicherlich auch gleich wieder um. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße.
Ja. Käse. Ah, jetzt brenne ich. So, geht der jetzt weiter. Habe ich mich wieder besonders geschickt angestellt da jetzt, gebe ich schon zu. Okay, jetzt geht er weiter. Hallo, Männer, Leutnant. Oh oh. Oh oh. Was? Hier bleibt ihr. Schießt auf alles, was sich bewegt. Ich habe einfach kein Glück. Ich habe einfach kein Glück bei diesen ewigen Nachschleichmissionen. Immer wieder, kaum wäre ich schon entdeckt. So, jetzt schaue ich, ob ich mich da jetzt ein bisschen wiffer anstellen kann. Setzen wir uns einmal daher. Hallo, Männer. Leute, was? Ihr bleibt hier. Schon wieder entdeckt. Alles, was sich bewegt. Es war ein Deserteur bei ihm, der mein Gesicht kannte. Ich schnitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschwärzen konnte. Hat das jemand gesehen? Glaube nicht. Glaube nicht, Sir. Doch ich fürchte, Kenway hat Verdacht geschöpft. Ihm entgeht nicht viel. Erzählt von diesem Strand. Eine feine Versammlung, Sir. Die meisten sind voll drum. Das kommt uns sehr gelegen. Erzähl mir von Edward Teach. Was ist das für ein Mann? Seine... Geh runter! Bitte lass los! Mein Gott, na... Das ist so nervig. Sein Name ist Ash, Sir. Schau, schon wieder. Renn danach rückwärts, bitte. Zum Beispiel und hat ein eigenes Getränk. Ein ganz normaler Rumpflip, aber mit einer halben Ladung Schwarzpulver zum Abgrund. Habt ihr richtig gehört? Er trinkt Schwarzpulver? Heiße. Nur zur Schau. Und erst letzte Woche rief er ein paar seiner besten Männer zusammen und schickte uns in den Frachtraum seines Schiffes, wo er Schwefel und andere stinkende Dinge verbrannte. Wir saßen da im Qualm, als wäre es der Höllenpfuhl selbst. Das kann ich euch versichern. Guter Gott! Warum denn das? Er wollte uns auf die Probe stellen, unsere Tauglichkeit testen. Natürlich hat er es wie immer am längsten ausgehalten. Ich dachte schon, ich müsste da sterben, dreckige Wilde. Schnell, gebt das Signal. Und erinnert euch stets an diesen Tag. Oh oh. Was, das glaube ich ist gar nicht gut, oder? Scheiße, 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 scheiße. So. Die Jackdaw erreichen. Ah, vorne ist sie schon. Ja, ja, komm schon. So, okay. Dann holen wir uns die Freunde. So. Warten auf dein Zeichen, Captain. Ah, die machen wir so fertig. So. Bereit zu feiern! Jeden wird uns versenken!